Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Charlie von Yoshino und wir starten in ein neues Spiel und zwar Custom Quest. Schon wieder von Double Fine Production. Ich denke, wir starten mal gleich einfach rein. Kinder, ich weiß, dass es hart ist. Nein, nö, aber heute ist Halloween, also zieht beide los und macht euch neue Freunde. Mama, bei Halloween geht es nicht darum, Freunde zu finden. Hier geht es um Schrecken. Und Süßigkeiten. Es geht auch um die Welt, zu zeigen, wer du wirklich bist. Halloween? Nur selbst, wenn ihr keine neuen Freunde findet, so denkt daran, dass ihr, scheiße, für immer beste Freunde bleibt oder eure eigenen besten Freunde sind. Und deshalb müsst ihr zusammenbleiben. Sonst bekommt ihr Haus. Ach, das ist der Vater. Auf gar keinen Fall. Ich werde nicht mit meinem kleinen Bruder losziehen. Du bist nur 10 Minuten älter und ich bin der Größere von uns beiden, denn ich war bei der Geburt 10 Gramm. Was? Ist das nicht ein bisschen schnell? Keine Streiterei. Ja, ich schätze, ich muss einen von euch als Anführer einteilen, damit es keinen Streit gibt. Das tut mir jetzt leid mit dem Vorlesen, aber das war irgendwie ein bisschen schnell. Selbstverständlich, als Mädchen wähle ich natürlich den Jungen, weil ich immer Jungs wähle, seitdem ich klein bin. Reinhold, das ist dein Abend. Achso, entschuldige Mama, aber das, ja, deine Ohren arbeiten gut, Schwesterchen, und kannst auch, ja, das ist ein bisschen schwer vorzulesen. Ich meine, lesen ist in Ordnung. Also gut, so sieht der Plan aus. Lucy in der Süßigkeitengrab abgreifen und zurück. Wir werden zu keinem Zeitpunkt miteinander zu tun haben. Ruhe, das ist keine Demokratie, das ist ein Halloween-Gesetz. Die einzigen Worte, die heute Abend... Ah, fickt euch! Bleibt hinter mir, damit schrecklich küssen. Ich will ja nicht sagen, also lesen ist in Ordnung. Aber das auch noch vorzulesen ist ein bisschen hart. Das ist beschämt. Halt die Klappe. Okay. Also, ja, Halloween. Gar nicht Custom Quest. Also wir sind hier die beiden Kinder. Und... wir müssen Süßigkeiten abgreifen, das ist das Einzige, was ich so wollte. Wie wäre es, wenn ich uns anführe? Nein. Denn... Süßes, sonst gibt's Saures. Scheiße, falsche Schnitt. Oh, ist Halloween und nicht Mülltag. Eigentlich wollte ich die ganzen beiden Süßigkeiten den nächsten Kindern geben, an dir kommen. Aber, aua, dieses Kostüm. Ey, hier nimmt etwas von diesen abgestandenen Diät-Marzipan. Ich wusste, dass uns dein dummes Kostüm einen Strich durch die Rechnung machen würde. Woher willst du es wissen, dass er nicht dein Kostüm war? Vielleicht hassen sie bei... ups. Hassen sie beim nächsten Haus Roboter und lieben Müll. Ich meine Süßigkeiten. Okay. Da, schau nun, in diesem Haus ist Licht. Das bedeutet jemand zu Hause. Lass uns da hingehen. Also, na, ich hasse Lesen. Also, es ist... Man kann hier nicht mal chillig lesen, dein Ernst? Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Haus. Du auch? Hä? Wo bist du hin? Du ruinierst mir meinen Ruf. Ich kann es mir nicht leisten, mit dir und deinem Schäbis-Kostüm gesehen zu werden. Nun, dann bleiben eben mehr Süßigkeiten für mich übrig. Was zur Hölle ist sie überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was sie sein soll. Weiß das irgendjemand vielleicht? Süßes, sonst gibt's auch... Oh, was? Verschwinde, Mensch. Ich suche in dieses Haus nach. Süßigkeiten. Ah! Heilige Mama, komm her. Du sprichst eine Riesensüßigkeit. Lass mich runter, ich bin keine Süßigkeit. Ach, sie soll eine Süßigkeit sein. Ach, na toll. Nichts kann sie richtig. Süßigkeiten. Wahrscheinlich muss ich ihr hinterher. Kann ich irgendwie schnell? Ich hab keine Ahnung von der Steuerung. Was soll... Das war ein bisschen zu männlich. Ich sagte aufmachen. Und ich sagte hau ab. Aber ich habe eine Süßigkeit. Und ich habe Befehle und die sagen, dass keine Gruppe zurückkehren dürfen, bevor nicht alle Häuser Süßigkeiten... Aber das ist eine besondere Süßigkeit. Ganz riesig und wabbelig und sie kann Sachen sagen. Lass mich runter, du Kröte! Hast du gehört? Bojan? Muss ich das ansehen? Wer ist Bojan? In Ordnung. Werf das mal rüber.
Sag Bojan, es war Gus von Sektor 5, der es gefunden hat, okay, Gus? Knochen gebrochen. Ich bin der Einzige, der meine Schwester umherwerfen darf. Mit den Armen? Oh, das hättest du eigentlich nicht sagen sollen. Jetzt müssen wir kämpfen. Sehen sollen. Ups. Gut, dass nur ein mickriges kleines Menschenbaby mit einer Schachtel auf dem Kopf bist. Vielleicht frei. Ich bin letztlich die Leute und Monster leid, die versuchen, mir mein Hello zu verderben. Ist ja Zeit, du erfährst, wie man bei mir zu Hause Saures austeilt. Okidoki. Ja, nee. Ist klar. Sehe ich ähnlich. Mache ich auch immer so. Oh, das mit dem Lesen, das könnte so ein Stück langsamer sein, aber ich habe bis jetzt auch nicht in den Optionen. Du bist in einen Kampf eingestiegen. Besiege das Monster im Kampf, um Erfahrungspunkte, Süßigkeiten und andere Belohnungen zu erhalten. Drücke X, um einen einfachen Griff auszuführen. Ach so. Oh, ups. Das war aus Versehen. Jetzt kämpft viel über eine Spezialfähigkeit, die sich während des Kampfes auflädt. Bei Spezialfähigkeiten ist sie jetzt voll und aufgeladen und einsatzbereit. Drücke Y, ja, okay. Was muss ich jetzt noch machen? Ah, Süßigkeiten! Sieg, 350 EP und Schuss ist 25. Tada! Hey, Schnuggi. Öfters hier? Nicht der gewöhnliche Halloween-Fan, oder? Nun ja, Halloween ist irgendwie mein Ding. Hä, hey, hast du eine kleine, dumme, super uncoole, nervige Person hier gesehen? Ich muss die finden, sonst bekomme ich Hausarrest. Ja, jeder in normalen Welt ist dumm und nervig. Und im Augenblick bist du am allernervigsten. Jetzt verschwinde, bevor mich gezwungen seht, dich verschwinden zu lassen. Hä? Wenn du nennst so normal. Ups, ich sollte meine Raketenfaust schmecken lassen. Ah, verdammt. Wie bitte? Ich konnte dich wegen plötzlichen Tornados nicht hören. Was? Vielleicht sollte ich das mit dem Lesen lassen. Das ist echt hart und schnell. Zu schnell. Wow. Bitte nicht so weit weg. Mein Kostüm ist weg, wenn es weg, mein Halloween ist im Arsch. Der einzige Tag, an dem es mir nicht egal ist, der einzige Tag, auf den ich ein Jahr lang gewartet habe, ruiniert. Ruiniert! Meine Mama wird mir Hausarrest geben, weil ich Vrenne verloren habe. Heißt sie überhaupt so? Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Vrenne! Neko, Neko, Neko. Jetzt wird auch noch diese Katze auf mich kotzen. Was? Was? Habt ihr das gesehen? Sie hat ein Loch. Was hast du denn da, Kätzchen? Klar, ein Roboterbauplan. Hä, es muss dafür mein Roboterkostüm. Wo hast du denn das her? Jetzt muss ich nur noch die Materialien finden, die hier aufgelistet sind, um mein Roboterkostüm herzustellen. Hä, die wunderbare Katze ist abgehauen, bevor ich mich bedanken konnte. Wunderbare? Ja, wunderbar war sogar richtig. So, Aufgabe hinzugefügt. Roboter wird tot. Zum Ansehen Y drücken. Sofern finde mehr über die unheimliche Hexe heraus, die mein Kostüm gestohlen hat. Okay, warte, was? Wie komme ich da? Ah, Status. Hä? Achso, okay. Kampfmarken. Okay. Halloween-Karten. Und zwar wollte ich... Ich muss echt mal gucken. Irgendwie... Kann ich nicht langsamer machen, ne? Das muss ich mit leben. Was ist bei erweitert? Ja. Nix, sag ich doch. Das ist ein bisschen... Scheiße, würde ich sagen, ne? Naja. Werde ich mit leben müssen. Also muss ich mit X Sachen kaputt machen. Boah, Alter. Nimm meine Tüte, Mann. Meine krasse Tüte. Meine Papiertüte. Meine super special mega Papiertüte. Hält alles aus. Glas. Kann ich irgendwie noch schneller ran? Also.
Meine Schwester wurde also von so einer komischen, superderben Hexe gezogen, die mich ganze 2 Zentimeter weit mit einem Tornado hat entfernen lassen. Ich muss sie jetzt wiederfinden. Ich bin überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass Monster hier und so hergehören. Deswegen war ich erst überrascht. Aha, ein Pappkarton. Ein wichtiges Element für mein Roboterkostüm. Ich frage mich, wer ihn in diese seltsame Kiste gelegt hat. Ja, das frage ich mich auch. Ich würde natürlich auch immer einen Pappkarton in so einer super krassen Special-Kiste hinpacken. Das verstehe ich. Sehe ich. Genauso. Ich mache kaputt. So. Dann ist da noch so eine super Special-Kiste. Da ist dann wahrscheinlich eine Dose drin für meinen Kopf. Na dran. Alufolie. Die Kissen sind auch, weißt du. Es ist überhaupt nicht gruselig. So eine total dunkle Kiste, die irgendwie so einen grünlichen Schein abgibt, wo so ein Skelett am rauskommt und Sachen wie Alufolie und Pappkartons verteilt. Ich verstehe ja den Sinn. Bidum, bidum, bidum. Guck mal, das ist das Letzte. Wahrscheinlich kann ich mir das gleich bauen. Wahrscheinlich hätte ich die Schwester gewählt, hätte ich wahrscheinlich, oder wäre der Bruder wahrscheinlich entführt worden. Aber das machen wir nicht. Ah, das Kostümmaterial bekommen. Rollschuhe. Wow. Ah, ich bin schon fertig. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ein blauer kleiner Roboter. Ich kann dich sehen. So. Kann ich springen? Nö. Gieß. Warum hast du das getan? Ich bekomme meine Befehle, Kind. Und das war einer davon. Was hast du mit meiner Schwester gemacht? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Der Zeitplan ist eng. Hä? Ich denk nichts. Was? Wär's aber auch noch, wenn du die ganze Nacht bei diesem Mülleimer stehen bleibst. Hahaha. Rush, komm zurück. Manche Kostümmenschen halte B gedrückt, um Kostümfähigkeiten zu nutzen. Nein, und jetzt wird dadurch Aufgabe erledigt. Du kommst rein. Brumm. Okay. Oh, so eine Schuhe will ich auch. Erstmal hier natürlich rumgehen. Keine Süßigkeiten werden zurückgelassen. Ist natürlich das Wichtigste. Schwester, wer ist das? Die scheinen alle im Weg zu stehen. Gut, dann wollen wir mal. Entschuldige, ich muss ein paar Süßigkeiten einsammeln. Was du nicht sagst. Das ist die Stadt. Unsere Aufgabe. Das ist in der Stadt. Unsere Aufgabe. Ein 3%iger Anstieg der Süßigkeitenumsatz, seit wir die Kontrolle übernommen haben. Okay. Achso, ja. Ach nee. Entschuldige, ich drehe gern durch. Haha. Abgedreht. Läuft bei euch. Hey, könntest du eine Sekunde Platz machen? Zurück, sonst wärst du gleich vom Kopf bis Fuß eingewickelt. Wegen deiner Verletzung, verstanden? Nicht, weil wir dir ein Kostüm leihen. Hahaha. Oh, ich dachte gerade, die machen mich auch zum Ding. Hi, wenn es dir nichts ausmacht. Zurück, sei denn du willst eine Flucht auferlegt. Ach, ein Fluch auferlegt bekommen. Ja, ein Fluch aus Fäusten. Läuft voll, Mann. Hey, kannst du mich hier an dir vorbei... Ach, kann ich mich an dir vorbei... Fass mich nicht an, sonst wickel ich dich ein. Okay, dieses Verspät erlaube ich dir, aber keine weitere... Du stehst zwischen mir und meinen Süßigkeiten. Nein. Und dumm bist du noch dazu, was auch immer. Ach nein, du. Ach so, das soll ich vergessen. Er ist neu. Ach, was denn ich sag's? Hey, Kerl, es gibt dir irgendwelche Süßigkeiten einzusammeln. Ich bin ein Mädchen, du Depp. Was für ein Chauvinist. Chauvinist. Könnt ihr das auch, könnt ihr das auch? Gut. Dank Travis. Ach so. Danke, Travis, für... Au! Die Erläuterung zum Begriff Nervensägen. Könntest du... Au! Mit... Mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Oh. Du hast keine Erlaubnis hier, um Süßigkeiten zu betteln. Everett? Everweed? Keine Ahnung. Ich kenne den Namen echt nicht. Alle neuen Kinder müssen warten, bis sie dran sind.
Hä? Was ist hier los? Es wird Zeit, dass ihr neuen Kinder lernt, dass es heute Abend in dieser Gegend nur darum geht, dass ich Süßigkeiten bekomme. Tatsächlich? Ich dachte, es ging darum, dass du Saures bekommst. Boom. Weißt du, mir fällt gerade auf, dass ich noch nie einen Roboter verkloppt habe. Komm her. Lauf. Ist es eine Sie? Wahrscheinlich. Lauf, tapfere Samariter. Samariter? Er ist ebenso schnell wie unempfänglich für Vernunft. Unempfänglich? Haha. In einem Weggescheich. Süßigkeiten sammeln. Finde mehr über. Achso, jetzt soll ich Süßigkeiten sammeln gehen, nur um ihnen zu zeigen, wer der Boss ist. Hä, wie hieß sie Everett? Ist denn sie? Ist der Name richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich so mit Namen. Nur die, aus die ich wirklich kenne. Sind nicht viele. Ich muss da durch. Die Monster haben meine Schwester durch dieses schwarze Tor mitgenommen. Tut mir leid, Kind. Die Straße ist wegen Verkehrsunfall gesperrt. Biatsch, muss durch. Durch da. Süßigkeiten. So, wie komme ich da jetzt dran vorbei? Das ist nämlich, ist hier noch irgendwo ein Haus. Ach, da komme ich gar nicht erst. Was? Irgendwie muss ich doch da hinkommen. Wie komme ich in den Park? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Da ist nämlich so ein komische... Was hast du gesagt? Du willst gehauen werden? So, irgendwo hier? Da komme ich auch noch nicht hin. Ah, hier ist noch was. Und da lag nur was drauf. Das ist mein Zuhause. Ich habe es definitiv natürlich nicht eilig, nach Hause zu kommen. Wieso nicht? Von denen habe ich nur irgendwie die Marzipan bekommen. Ich hau ihnen jetzt Eier an die... Hä, wie soll ich denn? Wo soll ich denn? Was soll ich denn? Jene, soll ich denn? Hä? Ups. Geh mir aus dem Weg. Okay. Jetzt mal ehrlich, wo soll ich lang? Habe ich schon wieder was übersehen? Ich bin ja gut da drin, was zu übersehen, aber das in den ersten paar Minuten ist schon ein bisschen nervig. Nimm meine Tüte. Meine heilige Tüte. Ich dachte, hier ist jetzt irgendwo eine Rampe, wo ich rüberkommen kann, wo die anderen nicht langkommen können. Aber irgendwie sehe ich doch nichts. Es ist gerade extrem unpraktisch. Fängt ja schon gut an. Nach Hause wollte er auch nicht. Spielverderber. Da komme ich auch nicht lang, aber da komme ich nachher irgendwie lang. Das ist das falsche. Oh. Ich kann von drin hauen. Hä? Jetzt mal ehrlich, wo soll ich jetzt lang? Ups. Es kam ein bisschen früh, dass ich nicht weiter weiß. Das tut mir scheiße leid. Und es geht mir derbe auf den Sack. Hä? Warte, da... Kann ich mir meine Aufgaben durchlegen? Hey, die lassen mich doch alle hier nicht durch. Wie soll ich da denn lang? Oh, mein Fehler. Ich habe jetzt zu viel gedrückt. Tut mir leid. Nur ein spezieller Roboter-Schubs. Fähigkeiten, um schneller als Service zu sein. Los. Ach, wir machen jetzt ein Wettrennen. Ups, das habe ich jetzt alles nicht gelesen. Egal. Ich bin nicht für Scheitern programmiert. Oh Mann, ich hasse Nervensägen. Lauf! Ich werde dich zerschmatschen, wenn den Kürbis lauf. Ups. Still gestanden, Roboter. Die winken mir den Weg. Ich habe mich schon gefragt, was der Ninja von mir wollte. Du hast etwas verloren? Ich glaube, es war dein Portemonnaie oder etwa. Hahaha, Sackkasse, kein Ausweg. Ich kann nicht lesen und gleichzeitig fahren. Wow, so cool. Wow. Fahr rein. Ja. Schwach. Travis, was geht hier vor sich? Es ist wieder Zeit für mich, deine Eltern. Nein, ich hatte gerade diesen Typen erwischt, wie jetzt sein Packer. Ja, genau. Halt deinen Lügenmaul, Travis, und dein... Nein. Wow, wir werden wirklich eingesperrt. Wird er wieder offen sein? Nee, aber bei Helm geht es doch darum, Kinder zu erschrecken, oder? Ah, er dachte, er geht in Gefängnis. Kann das sein? Ja, es ist so schnell, kann man nicht vorlesen. Das ist voll möglich.